Vielleicht sind die Panther ja so doof und bewaffen mich in Angriffen. Ah, ich guck mal, ob da jetzt noch ist. Nicht! Ich bin noch nicht da! Und? Ja, hinter dir. Sehr schön. Hey, da hat sich jemand ein Panzerjäger 1 da durchgeschlichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Implied. Ihr seht schon hier im Bild, der FW4202 ist heute unser Gast quasi, mehr oder weniger. Über den könnte ich euch so viel erzählen, dass ich euch eine halbe Stunde lang ein Klavier ans Ohr quatschen könnte und ich hätte trotzdem noch nicht alles gesagt. Von dem Fahrzeug bin ich echt begeistert. Ein Intro, das ich eben fertig gemacht habe, habe ich dann gefrustet gelöscht, weil ich gesehen habe, ich habe 15 Minuten lang gesabbelt. Mein Gesabbel wollt ihr eigentlich gar nicht hören. Ihr möchtet ja eigentlich eher die Matches sehen mit diesen Fahrzeugen. Deswegen machen wir es jetzt ein bisschen kürzer. Über ihn ist viel diskutiert worden, hammermäßig gepanzerter Turm, der hat das falsche BR oder. Wir gucken uns jetzt einfach mal erstmal die Daten hier an und da sehen wir auch Turmpanzerung 240 mm, Wannenpanzerung 51 mm. 240 mm ist eine ganze Menge und zum Turm kommen wir gleich. Wir gucken uns aber erstmal die Wanne an, die sich ja eher so anhört, als wäre sie so gut wie überhaupt nicht gepanzert. Dafür gehen wir hier vorne einmal auf die Panzerplattenanalyse. Und ihr seht das jetzt hier schon von der Seite. Wir haben eine extrem stark angewinkelte Panzerung von 69 Grad. Das ist weitaus mehr als ein T-34 zum Beispiel vorne angewinkelt ist. Und dadurch haben wir natürlich eine unheimlich hohe effektive Panzerung durch Frontalbeschuss. Wenn wir jetzt hier getroffen werden würden, wo sich die Maus gerade befindet, dann hätten wir eine Panzerung von 119 mm effektiv. Und das ist mehr als ein Tiger hat. Ein Tiger finden wir auf 5,7 und 6,0. Und er hier ist auf 6,0 eingeordnet und er hat quasi frontal, dank der angewinkelten Panzerplatte, eine genauso starke Frontpanzerung wie ein Tiger. Trotzdem ist er hier im Spiel nur ein Mediumpanzer. Dann kommen wir zum Turm. 240 mm hört sich im ersten Moment richtig böse an, ist aber nicht wirklich ganz so böse. Viele von euch werden jetzt am Anfang Probleme damit haben, ihn hier zu penetrieren. Das habe ich selbst in den Matches gemerkt. Aber wenn ihr erstmal wisst, wie es funktioniert, wird es gar nicht mehr so schwer sein. Irgendwann werden viele Spieler wissen, wie man die Dinger hier kaputt macht und da muss man schon wieder vorsichtig sein. Fangen wir erstmal mit dem Turm an. Da seht ihr, hier haben wir einmal dort und einmal dort zwei große Punkte, wo man ihn direkt quasi links und rechts leicht unter dem Mittelpunkt der Kanone penetrieren kann. Da haben wir nämlich nur 126 mm. Aus Entfernung von 100 bis 200 Metern ist es überhaupt gar kein Problem, ihm da reinzuschießen. Ja, dann haben wir hier auch noch diese wunderschöne, ich sag mal hier diesen Mund, diese optische Zielhilfe, ne, wenn wir da hinhalten, dann haben wir auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir dann hier eine von diesen beiden Stellen treffen. Eine weitere Stelle finden wir direkt über der Kanone, also alles rund um die Kanone ist eigentlich gefährlich. 89,6 mm, da geht so ziemlich alles durch und selbst wenn wir jetzt diese Stelle oder diese Stellen hier nicht sofort treffen, ist die Wahrscheinlichkeit dann ja hoch, dass wir das Kanonenrohr treffen. Und wenn wir das Kanonenrohr treffen, kann er nicht zurückschießen. Das heißt also, durch den Turm ist er durchaus verletzbar. Wir müssen einfach nur immer so in den Bereich der Kanone schießen, dann kommen wir entweder durch oder machen ihn so kaputt, dass er erstmal nicht zurückschießen kann. Gleiches gilt dafür, wenn dieses Fahrzeug tiefer steht als unser Fahrzeug. Angenommen, da unten steht jetzt ein FW, möchten ihn penetrieren, dann fällt dieser Winkel hier ja quasi mehr oder weniger raus aus seiner Rolle und wir haben nur noch eine effektive Panzerung von 68 mm, da kommt alles durch. Und wenn wir dann mal gucken, was hier von den Modulen her sitzt, da haben wir die Munition gelagert, wer ihm da also quasi oben einen rein drückt, der sorgt dafür, dass das Ding garantiert in die Luft fliegt. Dasselbe ist hier mit dieser Geschichte, auch diese Panzerung, die auch nach vorne geneigt ist, weil der ein bisschen niedriger steht, fällt der Winkel nicht mehr so sehr ins Gewicht. 92 mm sind relativ leicht zu penetrieren. Natürlich ist das Fahrzeug von der Seite zu knacken und von hinten zu knacken. Von vorne, wenn wir mit ihm auf Augenhöhe stehen, wird es ein wenig schwieriger, solange wir nicht die weichen Stellen treffen, die ich euch eben gezeigt habe. Von der Kanone her, wir haben hier eine 8,4 cm 20-Föhner drinne, die aber richtig, richtig böse ist. Ich zeige euch das hier jetzt einmal in den Modifikationen. Ihr seht das, wir haben nur eine einzige
Munitionssorte, mit der wir Panzer knacken können. Dann nochmal hier die Shell-Munition. Aber unsere Munition hat eine Mündungsgeschwindigkeit von 119 Metern die Sekunde. Das ist verdammt schnell auf diesem Battle-Rating. Und dadurch erklärt sich dann auch die unheimlich hohe Penetrationsleistung, die diese Kanone hat. Auf 100 Metern penetrieren wir 215 mm. Wir können also durchaus auch 6-7er Panzern ganz gewaltig den Hintern versohlen mit unserer Kanone. Und auch die Munition macht in meinen Augen richtig gut Schaden. Bei einer Nachladezeit von gerade mal 7 Sekunden ist dieses ganze Ding natürlich extremst böse. Panzerung, schnelle Kanone, viel Schaden, hohe Penetrationsleistung, ein geiles Fahrzeug. Und genauso hat er sich auch in den Matches angefühlt. Jetzt ist natürlich eine Diskussion entbrannt. Ist er zu niedrig eingestuft? Ja und nein. Ich denke, wir werden ihn irgendwann definitiv auf 6.3 wiederfinden. Allein schon im Vergleich zu einem Black Prince gehört er da einfach viel eher hin als der ganz, ganz langsame und doch unterm Strich schlechter gepanzerte Black Prince, den wir hier auf 6.0 ebenfalls finden. Auf 6.7 wird er allerdings nicht gehören. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir immer auch ein Auge darauf haben müssen, wogegen man gematcht werden könnte. Und er ist sicherlich kein Gegner für Fahrzeuge, die ein Battle Rating von 7.7 besitzen. Ganz im Gegenteil, da wäre er dann eher nur Opfer. Das heißt also maximal 6.3 und ich denke, weiter wird Gaijin auch nicht gehen. Und da werden wir ihn irgendwann wiederfinden. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn auf dem BR auch gegen 6.7er teilt er richtig gut aus, steckt richtig gut ein. Wenn es hier eine Anpassung gibt, dann ist die nachvollziehbar und begründet. Interessant wird dieses Fahrzeug vielleicht für die Leute, die Kampfgruppengefechte spielen. Einfach mal ein Auge drauf werfen. Der hat zwar nur ein Battle Rating von 6.0, aber ich vermute mal, in den Kampfgruppengefechten könnte er tatsächlich auch mit seinem nur 6.0 eine ganz entscheidende und starke Rolle spielen. Wir sehen uns nach dem Zusammenschnitt wieder, den ich für euch vorbereitet habe. Viel Spaß. Hast du das auch, dass du im Moment, wenn du aufs Fernglas gehst, das Fernglas erstmal so vor dir in den Boden guckt? Nee, normalerweise war immer, dass der nach hinten oder nach links guckt, ne? Irgend sowas Komisches war da. Nach hinten war auch mal, ja, aber jetzt ist bei mir, dass der ganz oft erstmal in den Boden guckt. Aha. Nö. Hab ich heute noch nicht ausprobiert. Dass ich gerade realistisch fliege. Da ist das mit Fernglasansicht nicht ganz so extrem. Aber jetzt fliege ich gerade Army-Bomber. Aber ist immer nur das erste Mal, ne? Ja. Schon länger, dass er irgendwo hinguckt, aber eben nicht da, wo du eigentlich hin willst. Und beim nächsten Mal ist es dann nicht mehr in der Schlacht. So, wenn du neu ansteigst, da gab das mal irgendwas. Man noch bei mehr Leopard mit bei oder zeichnest du jetzt auf? Im Moment zeichne ich einen dritten auf. Okay. Stell dir gerade von wieder einer mit Entsetzen fest, dass die meisten deutschen Panzer, die mir hier gerade entgegenkommen,
nicht mal sich selbst löschen können. Oh. Ich habe jetzt zwei Panzer gehabt, einmal ein Tiger. Und das andere war, glaube ich, ein dicker Max, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Die sind beide ausgebrannt. Aha. Nachdem ich sie angezündet habe, ne? Ja, gut. Das ist Pech. Für mich ist es gut. Für die jedenfalls. Ja, ja. Aber gut. Ist halt so, ne? Genau. Da muss eben jeder mal durch. Oh, scheiße. Vorne. Oder was Schlimmeres. Ich glaube, war. Immerhin so eine 100 kampfunfähig geschossen. Da ist eine ganze Menge. Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Noch nicht. Die sehe ich jetzt. Richtschütze beim Tiger raus. Oh oh. Ja. Ich habe keinen Herzkarten, habe ich ja vergessen. So, da ist aber noch. Oh oh. Ja, da hat mich der KV. Ich hätte erst auf den KV schießen sollen. Scheiße. Ach.
zerstört. Sehr schön. Leider ein bisschen zu spät. Ich hatte erst den Tiger. Hast du ihn auch zerstört? Nee, den habe ich ein paar Mal schwer getroffen, aber zerstört kriegt habe ich ihn nicht. Das war dann jemand anders. Habe ich dafür eine Abschlusshilfe gekriegt? Zerstört. Das ist ja gemein. Warum kriege ich denn dafür keine Abschlusshilfe, wenn ich eine Lichtschützung rausgenommen habe? Deswegen mir hatte der nur noch 4 Mann besetzt. Ein Fünftel seiner Kampfkraft hat er also verloren. Das hier könnte einer meiner neuen Lieblingspanzer werden. Ist der Panzer nicht mehr deine Lieblingspanzer? Also der hier ist einfach nur hammergeil. Hast du eigentlich schon den, wie heißt der, Chief Tank gefahren? Nee. Ja, eigentlich, der LV ist ja eigentlich der Vorgänger von dem Chief Tank. Aber wir überrennen die schon wieder, ne? Hier oben auf der Ebene, da wo du bist, da ist irgendwo was. Auf irgendwo verlasse ich mich nur so ungern. Ich höre Abschussgeräusche. Flack. Kann ich ja. Oh, die U-18 ist unterwegs. Nicht ich sehe hier keine Flak. Entweder bin ich blind. Oder einfach nur Strohdorf oder beides. Die steht direkt vor mir. Das ist eine Zelle, so 37. Halleluja. Ey, jetzt haben sie mich. Wer hat dich rausgeholt? Ein Tiger. Oh. Aber ich hab's auch drauf angelegt. kann ich nicht anders sagen. Wo steht der Tiger? Der fährt jetzt weg. Richtung Dorf. Also könnte ich den von oben angreifen? Definitiv. Autsch. Wenn mich eine SU-85 nicht irgendwie gekillt hätte. Von deren Spawn aus. Jetzt heißt es wieder Flak Action. Der schlechtesten dritten Flak, die es gibt. Ich kann nicht mal einen Panzer durchschlagen.
und mit den schlechtesten Flakschützen, den es gibt. Was sind die 14 Meter? Ja. Eine Glückssache. Sag ich ja. Ein Glück ist mir selten beschieden. Und die Ju hat mich voll angeflogen. Ich hab sie nicht getroffen. Mano. Der ist einfach 10-mal besser dieser Crusader Mark 2, AA Mark 2 mit seinen 20ern. Gegen Panzer, ne? Also, ja, der kann Tiger seitlich ausschalten. Meine Flak, aber wie viel ich da raushauen muss dafür? Geht auf ein anderes Blatt. Auch wieder so eine Sache, ne? Dass die Russen, wir hatten gestern mehrere Matches, wo uns die Russenflaks rausgenommen haben. Und die haben ja sofort die panzerbrechende Munition drin. Und die Briten und alle anderen Nationen müssen die noch erforschen. Leider. Naja. Oh ne, Panzer und sowas. Oh ne. Und das stimmt nicht ganz mit dem Crusader AA MK1. Da hat eine Mischmasch-Munition drin und erforschen kannst du dann bloß noch eine reine Single-Munition. Dann wieder Luftabwehr oder Bodenabwehr. Autsch, da war gut. Aber ich habe da nicht so viele Punkte dafür gekriegt. Und die haben die Punkte genervt, wenn du mit einer Flakpanzer abschießt. Achso, und du hattest doch gefragt, was die Hudson für ein Flugzeug war, ne? Wer? Kommt hier die Verstärkung? Gibt es keine mehr. Nur noch Luftwaffe.
Alter, ich kann mal dein Mikro aus dem Wind. In der Lappen, ja. Hinter euch ist eine Platte. Eine Büse, so wie es aussieht. Ich bin mal beim im Hangar und drücke bereit und kannst dann starten, wenn du willst. Das war plus oder minus. Minus. Alter, das Match kostet Nerven. Ich habe jetzt schon 8 Abschüsse. Weiter geht's. Yes. So wie es aussieht, haben wir gewonnen, Frederik. Ja. Geil. Und Marvin, wie viele hast du geschlachtet? 8 Stück, aber ich bin jetzt auf den Ertrag gespannt. Natürlich nicht in der Premium-Test gewesen, gell? Doch, Black Prince hatte ich auch noch dabei. 63.905 Silverlines. Halleluja. So, da sind wir wieder. Wir gucken uns jetzt noch mal einmal ganz kurz die Module an. Da ist nämlich noch ein wichtiger Punkt, den ich euch zeigen möchte. Das seht ihr hier vorne. Wenn man hier in dem Bereich durch die Wanne durchkommt, dann treffen wir das Munitionslager. Und was das für einen Effekt hat, wissen wir. Ansonsten finden wir hier oben im Turmbereich selbst überhaupt gar keine Munition. Mal abgesehen von diesen 4 Schuss, die relativ schnell raus sind. Das meiste der restlichen Munition finden wir also hier unten im unteren Wannenbereich. Das heißt, wenn ihr dieses Ding mal von der Seite packt, schießt ihr entweder hier rein, um die Munition zu treffen, oder aber hier rein. Wenn ihr oben in den Turm reinwummert, um Munition zur Explosion zu bringen, wird das nicht funktionieren, weil da keine Munition gelagert ist. Das vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis am Rande. Ich persönlich finde diesen Panzer richtig geil. Ich freue mich auch darüber, dass er ins Spiel gebracht worden ist. Denn es ist wieder mal ein ganz, ganz anderes Fahrzeug. Es ist kein Klon von irgendwas oder sonst was, sondern wirklich ein Fahrzeug für sich mit seiner ganz eigenen Spielweise. Und ich finde, dieses Fahrzeug ist auch unheimlich gut umgesetzt worden und sehr, sehr stark. Wer also mit den Britenpanzern vielleicht ein bisschen gefrustet gewesen ist und jetzt mal wieder ein bisschen Spaß haben möchte,
der erforscht dieses Ding. Das dauert nicht lange. Da haben wir gerade mal 90.000 Forschungspunkte, die wir da zusammenkratzen müssen. Kauft sich dann diesen wunderschönen Panzer und legt dann los. Ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr zumindest den einen oder anderen Tipp von mir berücksichtigt. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Fragen zum Panzer können wir unten in den Videokommentaren diskutieren. Stellt sie mir einfach und ansonsten könnt ihr auch mein Forum besuchen. Da klickt ihr einfach in die Videobeschreibung auf den Link, der dort drin steht. Dann landet ihr in meinem Forum. Dann könnt ihr da einen Thread starten und dann können wir da auch nochmal weiter miteinander diskutieren. Ist manchmal ein bisschen einfacher, als unter Videos zu diskutieren. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Implied.